Ja, hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es um diesen wunderschönen Stuhl, auf dem ich hier gerade sitze. Hier, Stuhl. Das ist ein Gaming-Stuhl, den ich zum Testen mal mir besorgt habe. Und ich bin mal gespannt, beziehungsweise weiß ja schon, wie er zusammengebaut wird. Habe ihn schon zusammengebaut, habe euch das dann mal als Video gemacht und möchte euch dann noch das eine oder andere zu dem Stuhl erzählen. Ja, das war es dann auch schon mit dem kurzen Video. Wie ihr gesehen habt, der Zusammenbau ist relativ überschaubar. Wir haben sehr viele schöne Einzelteile. Was mir jetzt gut gefallen hat, ist, dass der Hersteller in dem großen Karton alles erstmal solide verpackt hat. Schade natürlich für den vielen Verpackungsmüll, aber das ist natürlich trotzdem was wert, denn dann kommt der Stuhl auch an. Er ist unbeschädigt, keine Macken, keine Kratzer angekommen. Das ist wunderbar.
Dann, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass wir diese verschiedenen Verstellmöglichkeiten haben an dem Stuhl. Wir haben die Lehnen, die können Höhe verstellt werden und so weiter. Kann ich jetzt hier schlecht zeigen, aber das kann ich ja auch kurz noch mal einblenden. Dann haben wir die Möglichkeit, die Rücklehne zu verstellen. Das ist auch optimal. Ich kann selbstverständlich die Höhe verstellen und so kann ich mir das eventuell einrichten. Genauso wie die beiden Kissen. Ne? Ich habe also jetzt hier ein Kissen, habe ich mir jetzt hier so in den Nacken gemacht. Das ist ganz gut. Da muss man natürlich noch ein bisschen einsitzen vielleicht, ne? Und die optimale Position nehmen. Der eine mag auch die Arme nicht so, der andere vielleicht nicht so, wie auch immer. Dann habe ich das andere Kissen, was an diesen beiden Bändern ist, habe ich dann hier im Bereich der Nieren reingemacht. Das ist sehr schön. Also es gefällt mir auch gut. Das Material sieht super hochwertig aus, also wie echt Leder. Ich sehe da also jetzt keinen Unterschied, bin allerdings auch kein Experte, muss ich dazu sagen. Aber es wirkt sehr, sehr hochwertig. Die Nähte sind schön verarbeitet, machen auch einen stabilen Eindruck. Zusätzlich haben wir hier zu den wichtigen Nähten so ein bisschen Accessoires bzw. so einzelne, ja, nochmal zusätzlich wird dann nochmal so ein Ding aufgebracht, um das Ganze, die Nähte auch nochmal zu schützen, ein bisschen robuster zu machen. Das Leder ist mit so Löchern versehen. Das heißt, ja, wir haben also auch so eine Art Luftpolstereffekt. Das heißt, die Luft, die kommt rein und raus. Das heißt, wir haben ja so keine unangenehmen Furzgeräusche. Die einen oder anderen kennen das ja vielleicht. Also von daher zusammenfassend würde ich sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Also normalerweise sind die ja wesentlich teurer. Der liegt hier so um die 170, 180 Euro, je nach Tagespreis. Müsst ihr einfach mal gucken. Ich verlinke euch natürlich die Beschreibung bzw. den, wo ihr kaufen könnt, über Amazon, verlinke ich euch hier in der Videobeschreibung. Ja, und würde ich sagen, ansonsten werdet ihr jetzt in Zukunft mich mit dem Stuhl immer sehen. Ne? Klar, den werde ich jetzt gleich in mein zweites Studio packen. Und da freue ich mich doch schon, dann die ersten Games hier drauf zu zocken. Außer natürlich die VR-Games, die finden ja wie immer im Stehen statt. Was sehr anstrengend ist und das ist überhaupt so. Vielleicht guckt da mal rein. Ich habe ja von Half-Life Alyx gerade einige online. Schaut euch das mal an. Das ist echt beeindruckend. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Sollte euch dieses kurze Testvideo gefallen haben, dann gerne Daumen hoch. Ansonsten nicht vergessen, Kanal zu abonnieren. Tschüss.